Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Heroes of the Storm Video und wir machen weiter in unserer Reihe mit Zeiger aller Helden und dieses Mal geht es um Uther, ja, der sehr, sehr bekannte World of Warcraft Paladin oder Warcraft Paladin vielmehr oder Warcraft Paladin, je nachdem wie ihr es dann aussprechen wollt, Englisch, Deutsch, ihr könnt auch Uther sagen, aber Uther finde ich klingt irgendwie ein bisschen behindert. Ja, nee, aber ein klassischer Support-Held, wir sind auf der Karte Dragonshire. Und ja, ganz klassischer Support-Held, wundervoll für Anfänger, ganz ehrlich. Hat verschiedene Fähigkeiten, auf die wir wieder gleich eingehen werden, sobald die Map dann gestartet ist. Aber ein Held mit sehr, sehr viel Potenzial und vielen Möglichkeiten, euer Team zu unterstützen. Aber eben 0% Chance, irgendwie das Spiel zu tragen. Das ist halt einfach nicht eure Aufgabe. Und das ist halt eben das Frustrierende daran. Das Spiel ist gut für uns ausgegangen, aber es ist halt trotzdem frustrierend, wenn ihr in eure Team in Teams kommt, die eben nicht das machen, was ihr wollt. So, und wir machen natürlich erstmal, suchen unsere Lanes aus und ihr wollt nicht in eine Solo-Lane. Nur manchmal habt ihr halt eben das Problem, ihr wollt vor allem nicht mit einem anderen Krieger in eine Solo-Lane, aber manchmal habt ihr eben das Problem, dass eure Teams eben nicht das machen, was ihr wollen. Ich will jetzt hier sagen, ey, hier, Rayna, ich will dir helfen, komm zu mir. Und der geht unten mit den Leuten mit. Der geht unten in die Lane mit ETC, mit Sagara, ohne Grund. Und jetzt hänge ich hier als Support-Held und kann nichts machen. Und das ist eben eines der großen Probleme. Tyrael ist, wenn er auf sich allein gestellt ist, kann er was machen, weil er hat halt eben die Möglichkeit zu blinken und so weiter. Aber ihr macht halt eben keinen Schaden. Tyrael macht am Anfang erst recht keinen Schaden. Beziehungsweise Tyrael macht am Anfang mehr Schaden als ihr. Aber er macht trotzdem wenig Schaden im Verhältnis zu einem Rayna oder zu einem anderen Carry. Und so frustrierend, das sage ich euch. Und ihr macht halt gar keinen Schaden, ja. Gehen wir mal erstmal auf die Abilities ein. Wir sehen, in der Top-Lane passiert gar nichts. Unser verdammter Carry war ein verdammter Noob. Tut mir leid, muss ich ganz einfach sagen. Ich habe mich so darüber aufgeregt während des Matches. Gut, dass ich nicht live kommentiert habe. Aber ja, gehen wir erstmal auf die Fähigkeiten ein, die wir haben. Wir haben Holy Light auf Level 1 oder beziehungsweise auf Ability 1. Das heißt, glaube ich, Holy Light. Es ist halt eine normale Fähigkeit, mit der ihr eure Verbündeten heilen könnt. Ziemlich einfach. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir haben ja Gaslow, gegen den macht ihr gar nichts. Und niemand kommt. Das war so frustrierend. Niemand kommt. Aber ja, gehen wir weiter auf die Fähigkeiten ein. Lassen wir uns nicht davon abschrecken oder aufhalten. Denn, ja, wir haben auf Q, wie gesagt, die Fähigkeit, die euch heilen kann. Oder die Gegner, die Verbündete heilen kann. Auf W habt ihr eine Fähigkeit, die schießt so einen Ball nach vorne, sag ich mal, in einer geraden Linie. Und jeden Friendly, den die sozusagen trifft, der heilt den Friendly und macht gleichzeitig aber auch Schaden am Gegner. Und eure E-Fähigkeit, die dürftet ihr kennen, wenn ihr ein Red Paladin seid, vor allem das Icon und ihr CCC Red benutzt. So wie fast alle Paladine, die ich kenne, die nicht so, ja, egal. Auf jeden Fall, das ist eine Fähigkeit, die stunt euren Gegner. Ja, macht ein bisschen Schaden und stunt. Fist of Justice. Und ja, wie gesagt, ist ein cooler Held, macht Spaß, ist aber so teamabhängig, weil ihr nichts habt, mit dem ihr euch irgendwie wehren könnt. Und wenn ihr halt einfach nur einen Carry dabei habt, der komplett beschissen ist, ja, in diesem Fall Rayna, und Sagara, die jetzt auch nicht so, dann habt ihr halt einfach verloren. Ja. Wir verlieren das Match nicht. Ich spoilere jetzt schon mal. Ich darf nicht so viel spoilern. Aber ja, es war am Anfang sehr, sehr frustrierend. Und wir haben das Spiel eigentlich nur gewonnen, weil das gegnerische Team auch scheiße war. So, und worum geht's auf Dragonshire natürlich? Es geht darum, die Dragon-Shrines zu capturen oder die Drachenschreine. Um dann in der Mitte den Drachen zu beschwören. Ich kann alleine nicht viel ausrichten, da sind die Kacktürme vom Gaslow, der übrigens ein fantastischer Held ist. Und wir sind jetzt in der Überzahl, das heißt, wir können Gaslow und Tyrael vielleicht ausschalten. Tyrael kommt leider davon. Aber ja, jetzt müssen wir hoffen, dass jemand in der Mitte den nimmt. Den Drachenschrein. Was macht denn der gute Tyrael? Ich muss jetzt erstmal weg, mich heilen. In der Mitte ist natürlich Vala, die wahrscheinlich Tyrael davon abhält, was zu machen. Aber der
kommt durch. Glück gehabt. Wunderbar. Jetzt wollen wir natürlich den Drachen beim Push unterstützen. Den guten Dragon Knight. Denn dafür ist er schließlich da. Schön gemacht. Hat den guten Tyrell weggepusht. Jetzt kommt Uther. Und wen haben wir da? Und haben Rainer. Von da pusht Geslow. Sehr, sehr leichtsinnig. Den können wir jetzt leicht töten. Deswegen haben wir das auch schnell gemacht. So, der Dragon Knight pusht ein bisschen. Hat nicht so viel ausrichten können. Aber zumindest die zwei Türme sind down. Und wahrscheinlich das Tor auch noch. Jetzt wählen wir mal kurz ein Talent aus. Das ist das Dispel-Talent. Das heißt, das sorgt dafür, dass ihr ja, euren befreundeten Teamkameraden dispeln konnt. Das heißt, dass der zum Beispiel, wenn der gestunt ist oder gerootet ist oder irgendwie sowas, dass er ihn von diesem Effekt befreit. Sehr, sehr stark, zumal er dann eine Sekunde danach auch noch immun gegen diese Art von Fähigkeiten ist. Und dementsprechend sehr, 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 sehr stark. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie lange es dauert, mit Tyrael und Uther so ein leichtes Siege Camp auseinanderzunehmen. Also wir wären schon lange beim zweiten Siege Golem angekommen, hätten wir irgendwie einen Carry dabei. Aber was sag ich denn, Carry? Wer braucht denn schon Carries? Hallo? Wer braucht denn bitte einen Rainer? Häng ruhig da unten rum. Mach das, was du willst. Wir brauchen dich nicht. Es ist ja nicht so, als wärst du der einzige Held mit Schadenspotenzial in diesem Spiel. Neben Sagara, aber Sagara ist ein bisschen schwierig. So, der macht das Dragon Knight Camp. Alles wunderbar, ich komme mal zur Hilfe. Und wieder klassischer Fehler, niemand geht auf den Mage. Jetzt resetten die. Also, das Spiel war geprägt von Frustmomenten. Sagara stirbt da oben jetzt. Ich versuche jetzt noch den Heal zuzuschmeißen. Hab Gott sei Dank noch getroffen. Hab nochmal heilen können. Konnte sie so sozusagen retten. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt resetten die Knights auf jeden Fall. Aber wir konnten halt nichts machen. Wir mussten uns jetzt erstmal um das Team da oben kümmern. Und da hat man es schön gesehen. Das heilt halt euch, eure Teamkameraden und killt den Gegner. So, jetzt haben wir Valla und... Und anstatt jetzt auf der anderen Ecke rumzugehen, kämpfen die... Das war so frustrierend. Anstatt um die andere Seite herumzugehen, ETC in diesem Fall, geht er hin und kämpft unten kurz mit den Mercenaries. Das war nicht notwendig. Er hätte um die andere Seite rumgehen können, um dann gerade mit seinen vielen, vielen Stunts, die er hat, den Gegner stunnen zu können. Und wir hätten die Möglichkeit gehabt, beide Carries auszunocken. Beziehungsweise einen Carry und einen Specialist. Also frustrierend. Aber ja. Das gibt's halt oftmals. Und ich zeige euch ja nur die verhältnismäßig guten Matches. Also glaubt mir, gerade jetzt in der Alpha, wo das Matchmaking gar nicht funktioniert und ihr mit allen möglichen zusammengeschmissen werdet, es ist so schlimm als Supporter, irgendwie Footage zu sammeln, wo euer Team nicht komplett in den Boden gestampft wird. Also richtig, richtig schlimm. So, jetzt heilen wir noch kurz die gute Sagara. Der Tyrael stirbt jetzt hoffentlich auch. Fist of Justice ist nicht ready. Aber jetzt. Wunderbar. So, jetzt gehen wir gucken, was da unten ist. Unten ist Rainer, nutzlos, macht noch gar nicht in diesem Match gesehen, absolut nutzlos. So, ETC macht genau das Richtige, pusht den Rainer weg, nimmt in der Zeit das Camp ein. Wir haben leider das Camp gerade, beziehungsweise den Drachenschrein. Oben haben wir leider den Drachenschrein verloren, das war sehr, 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 sehr unglücklich. Das heißt, es wird zum anderen geritten. Idealerweise wollt ihr auf der Karte so jemanden haben wie Gizlow zum Beispiel oder wen haben wir noch, der sehr, sehr gut ist. Zum Beispiel Sergeant Hammer heißt er, glaube ich. Ja, Sergeant Hammer ist das. Helden, die die Möglichkeit haben, einen Punkt gut zu verteidigen. Gizlow natürlich mit seinen ganzen Apparaten, die er niederlegen kann. Und Sergeant Hammer mit seiner Möglichkeit, sich zu einem Panzer zu verwandeln, sozusagen zu einer Artilleriehaubitze. Weil dann könnt ihr nämlich versuchen, oben hinzugehen und den anderen Drachenschrein einzunehmen, während einer von euren Helden da eben verteidigt. Und das ist eben sehr, sehr cool. Aber wenn man das nicht hat, ist es natürlich schwierig. Dann kommt es oftmals, gerade jetzt, wo das Matchmaking noch nicht funktioniert, zu so Sachen, wo
Wir gehen alle nach oben, capturen den Schrein. Wir gehen alle nach unten, capturen den Schrein. Dann nimmt das andere Team wieder den oben ein. Und es ist immer so ein ewiges Hin und Her. So, und ich versuche jetzt hier, wenn möglich, den Drachenschrein einzunehmen. Muss jetzt aber weg. Weil dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, dass unser Teamkamerad, der in der Mitte steht, das müsste Tyrael sein. Ich kann das gerade leider nicht. Ja, ist Tyrael. Dass er das nehmen konnte. Aber war leider nicht so. Hat leider nicht so funktioniert. Weil wir dann leider weg mussten. Aber so hätte dann Tyrael vielleicht das Ganze schon aktivieren können. Und immer schön, wenn möglich, wenn ihr kämpft, im Drachenschrein stehen, sodass ihr das Ganze einnehmen könnt, wenn zum Beispiel der Gegner außerhalb steht, so wie zum Beispiel gerade der Rainer das macht. Aber ja, jetzt heilen wir noch kurz in die TC, aber wir müssen raus, weil wir sterben hier. Wir machen halt nicht genügend Damage mit einem Gegner. Och, guck mal, wer der ist. Oh, der Rainer. Nee, aber wir machen halt nicht genügend Schaden. Der ETC macht nicht viel Schaden. Da hoffe ich auch nochmal, ich kann mich genau an meinen Gedanken erinnern, da hoffe ich auch nochmal über über die Killtafel drüber und schau mir an, was der Rainer bis jetzt gekillt hat. Dachte mir mein Teil. Aber ich will nicht zu viel Trash-Talk, ich mache das ja normalerweise nicht so gerne, aber es hat mich wirklich aufgeregt. Und es ist halt wirklich frustrierend als Supporter, wo ihr nichts machen könnt. Ihr seid halt nur dafür da, um euer Team zu unterstützen. Wenn euer Team nicht das macht, was ihr wollt, habt ihr halt ein Problem. Deswegen spiele ich sehr ungern Supporter in Solo-Queue. Also nicht bei Dota 2 oder bei LOL oder was weiß ich. Müsst ihr euch natürlich darauf verlassen können, dass euer Carry spielen kann. Aber wenn euer Carry spielen kann, ist das wunderbar, ja, muss man ganz klar sagen. Aber hier ist es halt auch so, wenn das Matchmaking halt noch nicht funktioniert, dann everything goes. Also dementsprechend schwierig. Aber ja, ich bin halt eher jemand, der spielt lieber Carries oder Specialists in diesem Fall in der Solo-Queue. Einfach, weil ihr euch nicht auf jemand anderen verlassen müsst. Und auch wenn ihr das Spiel nicht so stark carryen könnt und ihr natürlich total auf euer Team angewiesen seid, seid ihr trotzdem natürlich dafür da, Schaden zu machen und die Helden mit dem stärksten Schadenspotenzial. Aber wie gesagt, ich möchte euch ja alle Helden zeigen und da leide ich dann durch die Spiele durch. So ein wenig bin ich, wenn man so Supporter in Solo-Queue gerade aktuell in der Alpha spielt, ist man so ein bisschen masochistisch veranlagt. Mein Geist ist selber gerne. Aber ja, der Dragon Knight pusht jetzt schön durch die Mitte. Gizlo ist da unten. Wunderbar, Gizlo stirbt. Oder Gizlo, ich sag immer Gizlo. Gizlo vielmehr. Tyrael, es hängt am Tor. Wir haben schon 10 Kills. Traurig als Supporter. Ja. Und da kommt der andere Uther. Und wir haben Rainer und wir haben Tyrael. Unser Dragon Knight stirbt jetzt. Das heißt, er sollte sich, wenn möglich, zurückziehen. Beziehungsweise sollte dafür sorgen, dass er in einer sicheren Position ist. Das Coole ist natürlich, als Uther oder als jeder andere Held, zum Beispiel auch als Reger oder so, der heilen kann, könnt ihr halt auch einen Dragon Knight heilen. Und ihr seht, wir haben ihn von relativ niedrig wieder ein bisschen hochgehalten, 10-12%. Und das ist dann doch schon ziemlich cool. Das Problem ist jetzt, wir haben kein Mana mehr. Das heißt, wir können nichts mehr machen. Und gleichzeitig pusht halt oben die Valar pusht oben die Valar mit den anderen Knights. Wir müssen das auf jeden Fall verteidigen. Aber niemand scheint es zu merken. Die Leute wollen wieder overcommitten. So wie man es halt kennt. Ich gehe jetzt zurück und das hat das Problem, wenn keiner kommt, macht ihr halt nichts. ETC ist Gott sei Dank schon da gewesen, hat die Situation messerscharf erkannt. Nee, aber war ganz gut. ETC war auf jeden Fall ganz okay in dem Match, kann man nichts gegen sagen. Der hat die Objectives gespielt, wunderbar. Aber wie gesagt, ihr seid halt nur Supporter und ein Warrior ohne viel Schadenspotenzial. Wenn ihr niemanden dabei habt, ist halt nur schwierig. Jo, geh wieder auf die Knights und nicht auf den Mage. So. Jetzt pushen die Knights oben. Normalerweise wollt ihr gerade, wenn ihr stärkere Helden, stärkere Mercs habt, wollt ihr dafür sorgen, dass ihr mit pushen könnt. Aber das ist eben gerade nicht möglich. Denn unten nimmt das gegnerische Team gerade die Siege Golem Camp ein und wir müssen jetzt sozusagen den Teamkampf austragen. Gizlo ist tot. Von da oben kommt Tyrael. Rainer stirbt natürlich fast, ich sterbe auch fast und bin leider tot. Aber auf die Ulti bin ich, beziehungsweise auf die passive Fertigkeit bin ich ja noch gar nicht eingegangen.
Die sorgt dafür, dass ihr eine Zeit lang mit weiterkämpfen könnt und eure Spells benutzen könnt, während ihr tot seid. Und das hat hier gerade jemandem das Leben gerettet. Sagara leider nicht. Die wurde leider noch von Tyraels Ulti, beziehungsweise Tyraels passiver Fertigkeit erwischt. Das ist ja keine Ulti, sondern eine passive Fertigkeit. Und bei Uther ist es halt eben, wenn er stirbt, könnt ihr eben noch ein bisschen weiterkämpfen. Euer Team supporten, was ganz cool ist, was oftmals helfen kann, gerade wenn ihr die Sachen auf Cooldown habt. Gerade nicht auf Cooldown habt, vielmehr. Und ihr da noch ein bisschen heilen könnt. Reyna hat jetzt schon ein bisschen aufgeholt. Aber ja, spielt trotzdem ein scheiß Match. Der ETC nimmt schön den Drachenschrein ein, genauso soll es sein. Tyrael rennt jetzt wahrscheinlich nach oben und versucht genau das gleiche, hat aber nur wenig Leben, muss dementsprechend ein wenig aufpassen. Ich bin wieder da und mache mich direkt nach oben auf. Und jetzt kommt natürlich der andere, der gegnerische Reyna. Ich sag schon, ich bin auf dem Weg. Tyrael wird zum Dragon Knight, wunderbar. Also, wenn man so will, wir hatten drei gute Spieler in dem Match. Wir hatten einmal Tyrael, der war gut. Wir hatten ETC, der war gut. Und wir hatten mich, ja, sag ich mal. Wir wussten, dass wir die Objectives spielen müssen. Und wir hatten halt eben die Möglichkeit, wir hatten Glück, das gegnerische Team war nicht besonders gut oder ist nicht besonders gut. Und dementsprechend haben wir oftmals, natürlich mit Glück, die Drachenschreine bekommen und konnten halt so durch die Basis drücken. Aber hätten wir niemanden gehabt, der eben das sozusagen macht, wären wir schon deutlich früher gestorben. Das Problem ist hier natürlich gewesen, wir waren nur zu dritt. Das heißt, wir konnten den Dragon Knight nicht besonders gut verteidigen. Und dementsprechend konnte er leider nicht so viel Schaden machen. Aber besser, dass wir ihn bekommen haben, anstatt der Gegner. Das war jetzt sehr gefährlich. Ich weiß nicht, warum Tyrael das gemacht hat. Gerade wo das gegnerische Team noch da unten war. Und wir jetzt beide nicht so viel Schaden machen. Aber wenn er sich... Und genau das meinte ich. Versuche ich, Reyna zu verscheuchen. Sodass Tyrael das in Ruhe capturen kann. Und wunderbar. Haben wir Glück gehabt. Denn wären wir nur eine Sekunde langsamer gewesen. Und da kamen gerade gegnerische Spieler. Also war sehr, sehr gefährlich. Aber ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Und so haben wir das starke Nightcamp von den Gegnern geklaut. Und die Knights drücken wirklich. Also muss man ganz klar sagen. Also die Knights, die sind sehr, 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 sehr stark. Selbst wenn man die in der Lane alleine lässt und die Gegner zumindest nicht verteidigen, die marodieren wirklich durch die Camps durch. Also das ist richtig, richtig, richtig krass, wie viel die aushalten. Siege Golems wollt ihr meistens nicht alleine pushen lassen. Ja. Ganz einfach, weil die sehr, sehr fragil sind. Aber Nightcamps, wenn ihr gerade in dem Teamfight seid und von oben die Nightcamps, die Knights da pushen, da kann man die auch mal alleine lassen, sofern nicht verteidigt wird. Die Schreine werden wieder in 22 Sekunden aktiv. Das heißt, ab dahin und so ein wenig verteidigen und einnehmen. Dann warten wir die 10 Sekunden hier. Was anderes könnte ich eh nicht machen. Und das ist jetzt wunderbar. Jetzt wird von unten noch gepusht. Da kommt der gegnerische Uther. Jetzt müssen wir gucken. Uther gegen Uther. Wer gewinnt? Ich hatte den Health-Nachteil und den Mana-Nachteil. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass jemand kommt. Und da kommt auch jemand. Nämlich der gute ETC. Wundervoll. Und da kommt jetzt auch noch die Sagara. So schlecht war Sagara nicht. Aber ja, muss man ganz klar sagen. Aber die Objectives haben wir definitiv so halbwegs zu dritt gespielt, muss man ganz ehrlich gestehen. So, aber jetzt können wir potenziell den Dragon Knight nochmal beschwören. Gerade jetzt, wo das gegnerische Team komplett ausgeschaltet ist. Sagara macht sich dran, wunderbar. Jetzt können wir pushen. Das gegnerische Team liegt hat vier gegnerische Spieler verloren. Oder das gegnerische Team hat vier Spieler verloren, vielmehr. Jetzt können wir richtig schön drücken. Und das Spiel möglicherweise zu Ende bringen. Ja, wunderbar. Cool. Ich sag jetzt auch schön auf den Kern pushen. Denn das gegnerische Team ist, wie gesagt, zum größten Teil ausgeschaltet. Und ja, ich lasse euch dann mit dem Restspiel hier alleine. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, folgt mir auf Twitch für regelmäßige Heroes of the Storm Livestreams. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.